Ali, hallo, Hallöle und willkommen bei Chemie zockt Graveyard Keeper. Heute will ich mal gucken und die Blockade beseitigen, die wir noch da oben zwischen diesen Einwänden haben. Felsklippen oder was es da ist. Beim letzten Mal ja schon vorbereitet, hat mir ein schlaues Zettelchen aufgeschrieben und hat mir 10 Holzkeile, 2 Holzplanken und 4 einfache Eisenstücke eingepackt. Damit wollen wir jetzt mal loslaufen. Mal schauen, ob ich auch was zu essen dabei habe. Na gut, ich habe noch die Sandwiches einstecken. Den Stein, um mich nach Hause zu beten. Den Schleifstein, warum ich immer dabei habe, weiß ich nicht. Kann ich eigentlich auch mal in die Kiste packen, habe ich mir gedacht. Brauche ich eigentlich nur, wenn ich ein Werkzeug repariere. Deshalb können wir den Schleifstein ruhig mal zu Hause lassen. Was zu essen kann nicht schaden. Das Gebet, ja, muss mal gucken, in der Kirche mal Kiste bauen oder sowas. Um die da zu hinterlegen. Ich hab's befürchtet, hier ist auch schon wieder alles fertig, ne? Jawohl, jawohl, ja, später. Torf, bzw. Dünger. Habe ich jetzt erstmal genug. Ich hab mittlerweile mir auch ein Zettelchen mit dem Stift mal vor mich hingelegt, beziehungsweise ein A4-Blatt. Ich glaube, ich muss anfangen, mir Sachen aufzuschreiben, weil ich mir nicht alles merken kann. Zumal, ich nehme ja gerade ein paar Folgen am Stück auf, wenn ich demnächst dann mal irgendwie einen Tag dazwischen hab und mich nicht mehr erinnern kann, was ich getan habe. Ich glaube, da oben ging es hoch, ne? Dass ich mir so eine Art Notizzettel hinlege, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal machen will. Was wir schon gemacht haben und wo es weitergeht. Ne, hier ging es zur Angelstelle. Hier hinten war irgendwo noch eine Blockade. Genau das Ding da. Das hieß, glaube ich, sogar Blockade. Zumindest es heißt Blockade, ne? Genau, Blockade. Mach den Weg frei. 10 Holzkeile, 2 Planken, 4 Eisenstücke. Go! Und arbeiten. F. Jawohl, jawohl, jawohl. Mal schauen, wie und wann und wo wir da jetzt weiterkommen. Jetzt haben wir hier einen neuen Teil der Map freigeschaltet, okay. Bald beim Fluss, okay. Warum scheint es noch eine Brücke zu geben? Hier ist ja die Angelstelle. Bald beim Fluss, okay. Gucken wir mal, ob wir hier noch Tolles kriegen. Nicht zu hacken. Okay, gibt's gar nichts für. Nö, da gibt's gar nichts für, okay. Gibt's hier sonst irgendwas außer Bäume und Blumen? Okay. Aha, aha, aha. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Nix. Hier ist der Sumpf. Bäumchen jede Menge. Bäumchen jede Menge. Tote Bäumchen. Kann ich die hacken? Jo, kann ich. Ein Plumpsklo. Oh. Was ist hier? Ein Plumpsklo? Nö, okay. Was ist das denn noch? F. Ich repariere das jetzt. Oh! Na gut, nicht viel, aber gab blaue Punkte. E bauen. Waldhütte, okay. Eisenerzlager. Oh, guck mal hier, kann ich, jetzt habe ich hier Bauplätze. Eisenerzlager, Steinvorrat, Steinschneider. Okay. Waldhütte. Oh, lol, okay. Hier gibt's ein Bett. Gut. Aha. Außenposten oder was? Oh mein Gott. Marmorsteinbruch. Ach, warte, direkt aufschreiben. Marmorsteinbruch. 12 Balken. Balken, nicht die Holzbalken. Das sind die besseren, die ich noch nicht kann, ne? 4. Einfache Eisenstücke. Dafür habe ich extra so ein Blatt Papier jetzt vor mir liegen. Und 4 Nägel. Und da links ist noch so ein Ding, wa? Das ist bestimmt ein normaler Steinbruch, wa? Steinvorräte. Das
deshalb kann ich da auch so einen Steinschneider bauen. Na, guck mal, brauche ich. Nee. Ich muss 4 Holzkeile mitbringen und krieg dann 2 Steine da. Warte mal, ist das hier? Das ist auch hier stand dran. Steinbruch, ne? Marmorsteinbruch bauen. Marmorvorräte. Objekt zum Anfertigen auswählen. Marmorsteinbruch. Und hier, wenn ich das richtig sehe, einfach 4 Keile. Für 2 so eine Steindinger da, ne? Steinplatten oder was es ist. Steht nicht dran, was ich dann rauskriege, ne? Natürlich keine Keile dabei, aber eine Holzsägebank kann ich hier nicht bauen, ne? Dass ich hier einfach Bäume fälle und mir... Oh mein Gott, Eisenerzlager. So Holz kann ich hier nicht bearbeiten. Ist das hier jetzt eine Erzmine? Ah, kann ich einfach... Die kann ich einfach so hacken, okay. Ach, und das muss ich jetzt zum Steinschneider, den ich dann hier bauen kann, wa? Um dann Erze draus zu kriegen. Okidoki. Da war doch dieser Steinschneider, da kann ich die Dinger hier zersägen, um Erze rauszukriegen. Genauso wie ich die Dinger zersägen kann, um Steine rauszukriegen. Die Steinplatten oder wie sie hießen, ne? Also hier oben ist jetzt quasi so ein Außenposten für... Ist das unerschöpflich hier? Das ist jetzt die nächste Frage, ne? Dann ist mein Erzproblem gelöst. Ich dachte ja schon, dass ich im Sumpf fast kein Erz mehr finde, ne? Weil ich alles schon abgebaut habe. Das ist cool. Guck mal, kannst du immer eins aufheben. Mit den Holzstämmen, ne? Eins aufheben und eins vor dir herschieben, okay? So, Pac-Man-Ding mäßig. So, cool. Noch mehr? Ja, und da oben gibt es noch irgendwas, okay? Hier kann ich Wasser schöpfen, wofür auch immer ich hier Wasser brauche. Die Mine ist voller giftiger Gase, wenn ich nur jemanden hätte, der nicht atmen muss. Bitte, was? Kann ich mir da vielleicht einen Trank oder sowas später machen, dass ich nicht atmen muss? Okay, cooles Ding. Das ist ja mal geil. Das ist noch eine Fischestelle. Okay. Ah, hier. Komm schon, stimmt nicht rüber, oder? Doch. Ach, du Himmel. Ah, ne? Jo. Okay, also jede Menge Holz, jede Menge Blümchen und jede Menge Minen. Steinmine, Eisenmine, Marmor. Wofür auch immer. Hier ist der Wasserfall. Dann ist da unten die Fischanleger. Ja, da ist der Fischanleger, okay. Ja, gut, dass ich da hingegangen bin. Oh, ist das gut. Jetzt habe ich kein Eisenproblem mehr. Vielleicht am nächsten Mal einen Stream machen von wegen, ich will nur Eisen. Halbe Stunde lang oder so. Hier ist eine Angelstelle. Findest du das andere Dorf? Oder ist das die am Fluss? Ne, jetzt haben wir jetzt... Okay, warte mal. Habe ich Angel dabei? Ich habe Angel dabei, ne? Kein Köder. Ja, keine Köder. Und ohne Köder gibt's doch, da gibt's wohl was. Müssen wir kurz mal ausprobieren, wenn wir hier schon angeln können. Müssen wir kurz mal angeln. Aber das ist ja jetzt nochmal mehr, okay? Gleich mal aufschreiben, was ich alles brauche für die einen Teile da. Steinschneider etc. Komm ich da schon mal wieder, baue ich hier alles auf. Mal gucken, ob es hier was anderes gibt, aber ich schon wieder Köder mitbringen. Oh. Komm. Oh Mann. Oh, ist ja noch schlimmer als... Oh. Eine Brache. Braxe. Was? Braxe? Braxe. Hatten die anderen Fische auch ein Sternchen dran? Hatten die anderen Fische auch ein Sternchen dran? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich hier jetzt
endlich ein Filet mit dem Sternchen dran rauskriege. Okay, müssen wir wiederkommen. Bienenstock. Ne, nicht einen Baum fällen. Einen Bienenstock ernten. Nein, kann ich nicht. Nee, nicht einen Baum fällen. Hier, Bienenstock. Nein. An welchem Baum? Hier, doch, da an dem Baum hängt er. Verliere ich wieder Leben, ne? Weil die Bienen mich stechen. Aber wieder ein Honig. Ich brauche doch noch Honig. Für Dicko. Geht's noch? Ich geh's an. Ah, noch mehr Honig. Ja, guck mal, jetzt krieg ich Honig für Dicko. Braucht das viel Energie. Und 15 Leben weg. Okay. Bienenwachs habe ich auch gekriegt. Seht ihr, glaube ich, nicht, ne? Ich habe mir ja auch schon meine Videos angeschaut. Unten rechts in der Ecke ist immer mein Kanallogo. Ich weiß gar nicht, wie ich das wegkriege oder ob ich das überhaupt beeinflussen kann. Weil rechts in der Ecke steht ja immer, was ich erhalte. Nee, nicht den Baum. Fährst du das Glühwürmchen? Okidoki. Ist mein zu erkundendes Gebiet noch größer geworden. Und hier kann ich für Steine hacken. Oh, Fledermaus. Oh. Wenn ich jetzt kämpfen muss, hätte ich gerne die Energie voll. Das ist noch ein Durchgang. Nicht so um dich hauen, Chimmy. Man braucht nur unnötige Energie. What the f... Was zum... bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt, wa? Wo bin ich denn? Ich bin eben hier durch, ne? Und da war hinter meiner Kirche die ganze Zeit ein Durchgang, den ich nicht gesehen habe. Und hinter meiner Kirche... Na, komm her. Wo bin ich denn hier? Da ist schon wieder irgendwas, eine Scheune oder was? Das ist hier, ne? Okay. Blockade. Ist das dieselbe Blockade wie eben? 10 Keile, 2 Planken, 4 Eisenstücke. Okay. Dann brauche ich mir gar nichts groß aufschreiben. Das ist dasselbe Zettel wie eben. Ich gehe nochmal da oben und schreibe mir auf, was ich für Materialien brauche. Oh, was ist das? Wie viel Holz ich wohl aus diesem Baum bekommen könnte, wenn ich doch niemals müde würde und super stark wäre. Willst du auch einen Trank für, oder was? Fertigen. Ich muss die Blockade im Süden wegschaffen. Ja. Okay. Hier Honig? Ja. Verliere ich noch mehr Leben. Ah, ich muss gleich erstmal zu Hause heilen, wa? Ja, Honig und eine Biene. Hab ich eine Biene bekommen? Okay, cool. Eine Biene bekommen, okay. Da ist eine Fischstelle. Ich will da oben gerade gucken. Aber ich glaube, das kann ich auch zu Hause nachschauen. Ne? Was ist das? Nix. Dass ich hier noch Materialien mitbringe, um Steinschneider und so ein Kram zu bauen. Wenn ich nicht die Platten rausschleppen muss, sondern die Platten hier vor Ort verarbeiten kann, ne? Eisenlager. 4 Balken. Balken, die ich noch nicht kann. Gleich mal gucken, was ich brauche für die Kreissäge. Steinvorrat. Balken und 8 Nägel. Ich hoffe, ich kann meine Sauklaue nachher noch lesen. Und Steinschneider. Vier Balken und 4 Nägel. Holla die Wupsti. Hier hoch teleportiert kann ich mich nicht. Nee, leider gar nicht.
Leute, geht auf, okay. Dann können wir gleich wieder erstmal predigen gehen. Siehst du, zum Glück schreibe ich mir alles auf. Wenn ich jetzt schon wieder was anderes zwischendurch mache, als das, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Balken brauche ich auf jeden Fall jede Menge. Technologiebaum. Handwerk, Balken. Hier gibt's Balken. Nein, Brennholz haben wir schon. Hier gibt's Balken. Balken. Was? Balken sind doch die, die ich kann. Ach, wie dumm bin ich denn? Balken sind ja die, die ich kann. Oh, noch besser. Hier, und kommt 6. Okay, wie viel brauche ich insgesamt? 12. Und 4 und 8, nochmal 12. 24. 20 brauche ich. Go. Scheiße, geht das jetzt auf die Energie. Aber wir haben ja genug Toast. Sandwich. Schon fertig. Dann brauche ich einfach Eisenstücke. 4 Stück. Nägel. 4. 12. 16 Nägel. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Gleich nochmal durchrechnen. Ich gehe jetzt erstmal die Predigt halten. Ne? Genau. Eine Biene, die können wir noch wegmachen. Warte, nein, den Fisch will ich noch ausprobieren. Hä? Doch! Gutes Fischfilet. Okay. Aus der Praxe. Ich weiß nicht, was für ein Fisch ist. Brache kenne ich, aber Brache ist kein Fisch, ne? Gutes Fischfilet aus der Praxe. So, wenn ich einen silbernen Fisch habe. Nee, ich hab nur einen bronzenen. Anfertigen. Okay, guck mal, da ist jetzt so ein Ding dran. Oh, da ist jetzt ein Sternchen dran. Okay. Das wollte... Ich weiß nicht, wer wir haben. Gutes Fischfilet. Der Episkop, der kommt jetzt. Aber das ist doof, weil ich habe erst eins davon. Aber ich weiß jetzt, wo ich es herkriege. Okidoki. Ah, gerade macht's wieder. Nachdem ich beim letzten Mal schon ein bisschen verzweifelt. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo ich die Bienenkörper baue. Doch, Bienenkorb heißt es, ne? Guck mal, da ist Episkop schon da. Ich habe leider nur einen. Aber ich weiß jetzt, wo ich Fischi für dich herkriege. Ja, ich weiß jetzt, wo ich Fischis herkriege für dich. Was hast du noch, Hostien? Du hast flüchtiges Gebet, kann ich selber. Die anderen Gebete, warum du die auch immer nicht hast. Kerze? Nö. Gut, erstmal predigen gehen. Und dann mal rauskriegen, wo ich ein besseres Gebet schreiben kann oder so. Ja, predigen. Zack. Qualität. Ja. Muss ich auch noch. Kirche muss ich auch noch ausbauen. Ich würde so gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist die beste. Nein, ist klasse. Toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Wie immer. Komm. Bitte zwei Glauben. Ich brauche noch 5. Ich muss noch... Schlange, es muss be bäh. Oh nö, jetzt auch noch bäh. Eure Spenden sind immer willkommen. Jetzt kriege ich nur einen Glauben. 50-50 halt, ne? Kein Geld von mir. Oh, okay, war so scheiße die Predigt. Ich schlagen, okay, macht nix. Mal einen Glauben, okay. Erstmal einlagern gehen. Hier, das Gebet lasse ich auch mal hier unten. Was soll ich das immer mit mir rumschleppen? Ich brauche es nur hier in der Kirche. Warum soll ich das Ding immer mit mir rumschleppen, ne? Ja, kein Geld. War beim letzten Mal schon kein Geld, ne? Ja. Erfolgschance 50% fehlgeschlagen, okay. Ja, für dich weiß ich jetzt, wo ich Fisch krieg. Sogar ganz ohne Köder. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Soll ich mich vorher heilen? Oder soll ich vorher noch ein bisschen Acker machen? Nein, ich will jetzt da oben weiterkommen.
Eine Biene habe ich. Ja, Mensch, wisst ihr, ne? Wenn ich mit anstelle. Ein Bienenwachs habe ich auch. Ich wollte hier gerade die Eisenbahn wegpacken. So, lass doch mal rechnen. Marmorsteinbruch 12 Balken. Eisenlager 4 Balken. Steinvorrat 8 Balken. Und der Steinschneider 4 Balken. Das sind 12 und 4 sind 16 und 8 sind 24 und 4 sind 28 Balken. Das heißt, zwei Stück kann ich hier lassen. Einfache Eisenstücke für Marmorsteinbruch 4 und sonst keine. Habe ich 4. Für Marmorsteinbruch 4 Nägel. Für den Steinvorrat 8 sind 12. Und für den Steinschneider 4 sind 16. Habe ich da. Balken, einfache Eisenstücke, Nägel. Eisenlager nur 4 Balken, Balken und Nägel, Balken und Nägel. Jo, dann habe ich alles. Den Honig habe ich auch zusammen, okay. Demnächst mal zu dem Deko gehen. Ja, der wollte 5 Honig haben. 5 Honig haben wir auch zusammen. Biene, Fledermausflügel, Blume, Honigschwabe. Ne, wie heißt es? Bienenwachs. Brauchst bestimmt für Siegel oder sowas, I don't know. Will ich natürlich das Essen da nicht mitnehmen. Nicht, dass ich das so sehen was aufesse. So, kann ich aber hier auch nicht reinpacken. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal 13 Brote mit. Können wir das hier lassen. Ernte machen wir später. Bratapfel habe ich auch noch. Und Sandwich. Juti, auf geht's. Halt, nein! Für die Blockade. 10 Holzkeile. 10. Ja, sind 15, ich weiß. Hatte ich noch welche da bestimmt, wa? 1, 2, 3, 4. Ja, ich hatte noch. Na, okay. Nochmal 2 Planken. Habe ich nicht. Und 4 Eisenstücke. Einfache. Müssen wir erst wieder herstellen. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich da noch Brennholz reinmachen muss. Oh, ich habe kein Brennholz. Okay. Holzscheit. Ist ein Stück gekommen. Energie alle. Brot essen. Ach so, ich hatte noch welche auf Lager. Egal. Machen wir mal 10. Damit hier weiter, während ich nicht da bin, Eisen geschmolzen wird. Nicht genug Energie. Okay, Brot essen. Ja, jetzt geht da doch ein bisschen Brot drauf, ne? Wenn man hier ein bisschen arbeitet, zacki bumm, ist die Ausdauer ständig weg. Die Energie. Jetzt können wir da Brennholz reinpfeffern. Zack, und die Erze. Ja, 13 Stück haben wir noch. Aber jetzt weiß ich ja, wo es neue gibt. Habe ich jetzt. Nein, ich brauchte noch 4 hier. Hier einfache Eisenstücke. Und 2 Planken. Planken gibt's hier, ne? Aus Balken. Ich hoffe mal, er nimmt mich die durch eine Tasche ab. Und wird das schon mal nachrechnen. Ja, ist gerade geil, ne? Außenposten. Inventar. Hat er jetzt die aus dem Inventar genommen oder die aus dem aus der Kiste? Das ist jetzt die große Frage. Was habe ich eben gerechnet? Balken. 12 plus 4 plus 8 plus 4 macht 28. Siehst du, hat jetzt hier, hat er hier rausgenommen aus der Tasche anstatt aus hier. Das heißt, ich brauche 2 neue. So, 4 einfache Eisenstücke, beziehungsweise nochmal 4. Den Holzkeile. Und nochmal 2 Planken. Ja, müsste jetzt hoffentlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, alles stimmen.
Heilung? Ach, scheiß auf Heilung. So, pass auf, ist hinter meiner Kirche der Durchgang, den er gerade sagte? Oder sind da zwei Durchgänge? Ach, ja. Ah! Nee, ich habe weder Leben noch Ausdauer. Nächster Tag, okay. Geht mal weg. Hab ich jetzt resettet? Okay. Hier, guck mal. Das ist das, was ich von oben gesehen habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Butter, wieso verliere ich Energie? Wieso stand da gerade minus, minus, minus? Okay. Butterbienenstock, OMG. Nach Hause. Jetzt habe ich schon. Komm, jetzt machen wir erst das andere fertig. Nächste Folge. Kann ich jetzt schon sagen. Machen wir Bienenstock. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Alter, ja, ich hätte mich weiter hier besser umgucken müssen. Hier, guck da. Bang, 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 bang. Mach den Weg frei. Oh, okay. Ich glaube, ich hätte schon längst da oben sein können, wenn ich hier nochmal mich besser umgeguckt hätte. So. Und hier hat er gesagt, ich muss erst die Blockade auf. Wo ist der dicke Baum? Genau, hat er gesagt, ich muss die Blockade erst wegmachen. Baumsägewerk, okay. Hier kann ich aber nichts bauen. Okay. Da, oh. Will ich? Ich habe nichts zum Heilen, ne? Das macht keine Heilung. Nee, bei dem Lowlife. Ich will nicht von Bienen gekillt werden. Guck mal, da hätte ich schon längst sein können. Ja, aber jeder spielt das Spiel anders, ne? Jeder spielt es anders. Ich bin halt wie ein Trottel hier rumgelaufen. So, pass auf. Hier. Bauen. Eisenerzlager. Wäre cool, wenn wir den Baum da erst wegmachen. Da passt es genau dahin, ne? Steinvorrat. Den kann ich nicht drehen. Der Kulinchen drehen könnte, ne? Und Steinschneider. Warum habe ich hier noch so zwei? Okay. Mal gleich gucken, wie wir das hingezirkelt kriegen. Der Baum muss weg, habe ich gesagt, ne? So, bauen. Eisenerzlager. Kann ich hier nicht bauen, weil die Stöcke da, die Stämme da liegen. Ach, das ist schon fertig. Das ist jetzt das Eisenerzlager oder was? Okay. Ach, guck mal. Cool. Dann wollen wir einen Steinvorrat haben. Am besten da bei den Steinen, ne? Ja, das, wenn ich den drehen könnte, würde ideal da reinpassen, ne? So. Und Steinschneider, der ist noch kleiner, okay. Ja, wenn ich den drehen könnte, bitte auch idealer reinpassen, ne? Vielleicht brauche ich noch so ein Lager. Ich baue das mal hier hin. Das muss ich aber erst fertig bauen, ne? Genau. Fertigen. Ein Stein. Okay. Eisenerz, genau. Guck hier. Jetzt kann ich die Dinger zersägen zu 5 Eisenerz. Guck mal. Ich hack das weg, leg das da rein und kann dann hier in aller Seele in Ruhe Eisenerz draus machen. Nice! Und wenn das Ding, ich weiß es nicht, eventuell unerschöpflich ist. Hier haben wir noch Steinlager. Gut, Platz für Steine, genau. Ja, da brauche ich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Mal 4 Holzkeile, um da 2 so eine Dinger rauszukloppen. Und jetzt haben wir hier noch Marmor. Steinbruch. Oh, der braucht viel Energie. Vielleicht keine Sandwiches mehr. Bang! Marmor, ein Marmorsteinbruch vorbereitet. Marmor ist besser als Punkt, Punkt, Punkt. So heißt gerade der Erfolg, den ich gerade bekommen habe.
Die kennt ja auch mit vier Steinkeilen, ne? Aber da schlägt man die. Ja gut, Steinkeile ist eine Holzkeile, ne? Dann schlägt man die. So macht man es ja auch in echt in so einem Steinbruch, ne? Die Keile da rein treiben und dann bricht das irgendwann auseinander. Ja, nice, habe ich so eine Art Außenposten. Es wäre nur cool, wenn ich hier halt auch Holzverarbeitung hätte und mir Keile machen könnte. Sonst muss ich die ganzen Keile von zu Hause mitschleppen, ne? Aber Steinbruch weiß ich bestimmt benutzt, aber Marmor-Ding auf jeden Fall. Aber ich kann Marmor noch gar nicht verarbeiten, ne? Ein Stein aus so einem Steinplatten-Ding hier. Und Grabstein. Okay, ja, kann ich ja zu Hause auch. Vielleicht muss ich mich bestimmt erst erforschen. Also kann ich quasi aus vier Holzkeilen sechs Steine machen. Moa. Holz wächst immer nach, Steine glaube ich nicht. Gucken wir hier, pass auf, die Sandwich erstmal noch auf und dann machen wir hier noch ein bisschen. Nice! So, pass auf, eins nehmen, eins schieben. Hui. Nee, andersrum. Ich verliere die ganze Zeit Energie. Ich glaube, weil ich müde bin, wa? Das kann man das da reinschmeißen, das nehmen, da reinschmeißen, nee, da reinschmeißen. Dann können wir hier. Den Energie. Schwupp, Eisenerz, schwupp, Eisenerz. Perfekt. Gut, ist halt. Aber wenn das hier unermesslich ist, kann ich mir irgendwie. Zwei Tage lang hier. Einfach. Eisenerz fördern. Bis die Tasche voll ist. Bis die Tasche birst. Berstet, birst. Ich berste, es birstet. Nein, ich weiß gar nicht, was von bersten. Egal. Zack, zack, zack. Zack. Wieso nur ein? Ich hab das. Ah, nee, hab ich nicht reingelegt. Und jetzt. Cooles Ding. Cooles Ding. Energie alle. Okay. Macht da nix. Macht da nix. Zack. 30 Eisenerz wieder auf Halde. Warte mal, hier sind noch Bratäpfel. Wollen wir noch aufessen? So. Also auf einmal hacken wir noch. Mit Blick auf die Uhr. 32 Minuten schon wieder. Ja, aber das war jetzt heute doch mal richtig nice. Ja, da hätte man schon viel früher sein können, ne? Und auch hinter meiner Kirche, dass der Bienenstock hinter meiner Kirche ist. Okay, ja. Ist halt wieder Shimmy Playstyle. Hey, da rein. Ja, ich habe die ganze Zeit die Kugelschreiber in der Hand. So, machen wir hier noch die Energie alle. Zack. Nicht genug Energie. Ach du, komm, eine Energie hättest du noch gebraucht, wa? Ja, schöne Sache. Ich kann sogar hier schlafen, wenn ich wollte, ne? Aber wir beamen uns nach Hause, weil in der nächsten Folge bauen wir uns doch den Bienenstock. Jetzt habe ich eben nicht geguckt, was ich dafür brauche. Steinbruch, oh, ich kann mich jetzt auch hierhin teleportieren. Oh mein Gott. Umso besser. Oh, ist das cool. Eisenerz hier rein. Stöckchen. Nee, Stöckchen auch hier rein. Dienwachs weiß ich schon nicht. Ja, coole Sache, coole Sache. So, ich muss mich erholen. Bin von den Bienen zerstochen und von den Fledermäusen zerbissen worden. Dann kann ich das hier durchstreichen. Marmorsteinbruch haben wir erledigt. Eisenlager, Steinvorrat, Steinschneider. Jawohl. Schön, dass ich jetzt endlich so einen Notizzettel habe. Da kann man das immer schön nachverfolgen. Ohne Screenshots und all so ein Ding. Cool. Mal wieder über eine halbe Stunde. Ich hatte ja gesagt, ich will ungefähr eine halbe Stunde immer machen. Aber das kriege ich absolut nicht hin. Das Game fesselt einfach so dolle. Deshalb ist an der Stelle schon wieder angesagt, mein Verabschiedungstextchen runterzurasseln. Ich bedanke mich, dass ihr alle wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte gerne ein Abo da und einen Kommentar und einen Daumen nach oben bitte. Wenn es nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Schaut aber dann nicht mehr vorbei. Wenn es euch nicht gefällt, dann schaut einfach gar nicht, bevor ihr schaut und mir einen Daumen nach unten gebt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, Mahlzeit, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video gerade schaut. Wir bauen gleich
den Bienenstock, beziehungsweise in der nächsten Folge. Für mich ist es gleich, weil ich noch eine Folge aufnehme, bevor ich ins Bett gehe. Dann sage ich bis dahin, bye bye, macht es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Jimmy zockt Graveyard Keeper. Tschüss, euer Jimmy.